TuS Ostdorf 2 gegen Komet Blankenese lautete das Spitzenspiel am 9. Spieltag der Bezirksliga 6. Es ist das Duell zwischen dem 4. und dem 3. der Tabelle. 2 Punkte trennen beide Mannschaften, die jeweils erst einmal in dieser Spielzeit verloren haben und noch dicht hinter Spitzenreiter Lurup stehen. Die erste Chance der Partie bot sich den Gästen. Leopold Knies kommt nach einer flachen Ecke frei zum Abschluss, aber scheitert knapp. Dann weiter Komet Blankenese. Najar mit dem versuchten Seitenwechsel, der wird hier zunächst noch abgefangen. Dann jedoch setzt Dirksen nach. Legt ab für Schönfeld und der scheitert an Ostdorfs Keeper Förste. Der ist hellwach. Dann kamen mal die Gastgeber ins Spiel. Mit Tempo über die rechte Seite. Von der Grundlinie dann der Pass in den Rückraum, wo Kilian Jung zum Abschluss kommt, aber an Komets Keeper Wichmann scheitert. Und dann erobert Ostdorf in der eigenen Hälfte den Ball und geht dann ganz schnell nach vorne. Saran kommt da über rechts durch, scheitert aber erneut an Keeper Wichmann. Und Kollege Ude hätte gern den Querpass gesehen. Komet Blankenese vor allem bei Standards gefährlich. Wieder ist es eine flache Ecke wie zu Beginn der Partie. Und wieder ist es Knies, der dann frei zum Abschluss kommt. Doch kurz vor Keeper Förste wird der Ball noch zur Ecke geblockt. Halbzeit in einem munteren Spiel. Komet Blankenese immer wieder über Ecken gefährlich. Die hier wird direkt aufs Tor gezogen. Förste lenkt den über die Latte. Und ähnliches probiert die TuS Ostdorf mit dem Freistoß aus dem Halbfeld. Und der knallt an die Latte. Amorin scheitert mit dem direkten Freistoß. Und wieder zeigt Ostdorf, wie schnell sie nach Ballgewinn nach vorn spielen. Wieder ist es Saran über die rechte Seite. Schaut in die Mitte und findet wieder Kilian Jung, der wieder mal an Wichmann scheitert. Es ging hin und her. Dirks mit dem Pass auf P. Müller und sein Lupfer geht knapp über den Kasten von Ostdorfs Keeper Förste. Und dann wieder mal eine Ecke von Blankenese. Der eingewechselte Breuer völlig frei am langen Pfosten. Ein munteres Spiel, in dem lediglich die Tore am Ende fehlten. Denn auch nach 19 Minuten stand es 0:0 zwischen beiden Mannschaften. Blankenese erreichte damit zwar Platz 2, jedoch stehen sie jetzt 3 Punkte hinter Spitzenreiter Lurup. Also wenn ich das Spiel zusammenfassen müsste, würde ich sagen, in der ersten Halbzeit waren wir klar, also nicht klar überlegen, waren schon die Mannschaft, die mehr Spielanteile hatte. Standen natürlich sicher hinten, haben daraus dann Konter geschlagen. Das ein oder andere Tor hätten wir machen können, aber im Endeffekt war es dann 0-0. In der zweiten Halbzeit würde ich sagen, haben die mehr Spielanteile gehabt, mehr Szenen. Im Großen und Ganzen ist unser System aufgegangen. Wir wollten halt die Standards verhindern. Die haben wir heute gegen die Mannschaft, die eigentlich nahezu nur über Standards kommt, eigentlich ganz gut verteidigt. Und demnach würde ich sagen, für uns als nicht ambitionierter Aufsteiger, würde ich sagen, ist das 0-0 ganz klar in Ordnung. Ich glaube, beide Mannschaften standen gerade im Mittelfeld unglaublich eng und dadurch fiel es uns gerade auch in der ersten Halbzeit hier auf beiden Seiten schwer, irgendwie mal die Achter, die Zehner ins Spiel zu bekommen, aufzudrehen und dann so ins letzte Drittel zu kommen, weil da eben von beiden Mannschaften unglaublich viele Spieler waren. Ja, ansonsten hätte nach einer Standardsituation aber auch ein Tor fallen können, da hatten wir genug Chancen. Ich glaube, es lag einfach daran, dass wir uns im Mittelfeld so neutralisiert haben, dass irgendwie nur durch krumme Dinger und Zufälle oft Chancen entstanden sind.